Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ja, der liebe Jack Del Nero hat gerade jemanden an der Strippe. Einen Mann mit dem hübschen Namen Violetta Moore. Kein Witz, der heißt wirklich so. Ein sehr männlicher Name, der männlichste Name seit James T. Kirk. Auf jeden Fall. Und deswegen, reden wir einfach mal weiter mit ihm, denn er könnte uns ein paar Informationen über eine bestimmte Organisation geben, die sich die Schwarze Lilie nennt. Und über die werden wir jetzt mal was herausfinden. Was weißt du über sie? Die Schwarze Lilie ist eine der mächtigsten Mafia-Familien in Los Angeles. Mitte der 20er haben sie angefangen, die Macht an sich zu reißen, während andere Familien damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie stellten fest, dass die Zeit der Gangster mit Tommy Guns zu Ende ging. Sie fingen damit an, Politiker zu kaufen und Allianzen mit ihnen zu schmieden. Keine Schmuggelware oder Morde mehr. Sie erreichten ihre Ziele mit hartem, kaltem Cash. In Los Angeles gibt es ein Sprichwort. Die Schwarze Lilie legt dich nicht um, sie stiehlt deine Seele. Ah ja. Kannst du mir ein paar Namen nennen? Da hast du die richtige Nummer gewählt. Der Kopf der Organisation ist ein gewisser Tommaso Venanzi, einer deiner Landsleute. Aber stell ihn dir nicht als den klassischen italienischen Gangster vor. Venanzi ist Anwalt und er kommt aus gutem Hause. Er ist schlau genug, um zu wissen, dass ein Schmiergeld zur rechten Zeit mehr wert ist als 1000 Bewaffnete. Und wer zahlt hier in New York die Schmiergelder für ihn? Ein Halbkanadier namens Samuel Cutter. Wenn ich mich recht entsinne, ist er auch Anwalt. Samuel Cutter. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Du musst auf jeden Fall von ihm in der Zeitung gelesen haben. Er wurde vor einiger Zeit wegen Mordes an einem Polizisten angeklagt. Er kam aus der Sache mit blütenweißer Weste wieder heraus. Aber er hatte sich verschätzt. Er unterschätzte die Macht der öffentlichen Meinung. Was willst du damit sagen? Cutter hatte alle am Prozess Beteiligten gekauft, sogar den Gerichtsdiener. Aber die Presse bekam Wind davon und fing an, Fragen zu stellen. Heutzutage kann die richtige Schlagzeile mehr Köpfe rollen lassen als die Guillotine während der Französischen Revolution. Die Leute, die Cutter geschmiert hatte, kriegten kalte Füße und ließen ihn hängen, weil sie Angst vor Skandalen hatten. Bestechung ist eine feine Sache, Jack. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man es mit Leuten zu tun hat, die sich hinter einer Visitenkarte verstecken. Was ist mit Cutter passiert? Das ist noch das Tollste. Cutter wurde im ersten Prozess freigesprochen. Aber es gab ein paar Monate später noch einen zweiten. Und der ging für ihn nicht so gut aus. Er musste in den Knast? Ja. Er wurde eingesperrt und dann mundtot gemacht. Man fand ihn mit einem Messer im Rücken in seiner Zelle. Dadurch zerbrach die gesamte Organisation hier in New York. Und mit ihr alle Spekulationen um die Verwicklungen von Politikern in die organisierte Kriminalität. Also konnten alle das Gesicht wahren. So sieht's aus, Jack. Cutters Tod war so vorteilhaft für viele, wie er verdächtig war. Tja, wenigstens habe ich jetzt einen Namen. Samuel Cutter. Und sollte er schon mal verhaftet worden sein, muss es in den Polizeiarchiven eine Akte über ihn geben. Ich sollte dort suchen. Ja. Okay, das sollten wir uns merken. Weißt du irgendwas über einen, den sie den Türken nennen? Nein, alter Knabe. Der Name sagt mir nichts. Aber das klingt nicht nach jemandem, mit dem man sich zu sehr anfreunden sollte. Da hast du absolut recht. Sagt dir der Name Sean McLean irgendwas? Sean McLean? Nein, mein Freund, da klingelt nicht. Nie von ihm gehört. Aber zumindest haben wir jetzt mal einen Namen, über den wir was herausfinden können. Danke für die Information, Moore. Kein Problem, Kumpel. Wenn du was brauchst, ruf einfach an. Egal wann. Prima. Gut, dann sollten wir wohl ins Archiv. Ins Polizeiarchiv. Auf geht's, Robin, auf zum Batmobil. Jack, auf geht's zur Mülltonne. Durchwühl sie, bevor du losgehst. Das ist das Wichtigste, das Beste, was du tun kannst. So. Hallo John, wir haben wieder Arbeit für dich. Wo willst du hin dieses Mal? So, auf! Zum Polizeipräsidium in Hoboken. Okidoki. Nicht nach Okidoki, wir wollen ins Polizeipräsidium. So, okay.
Gut. Aber wo kommen wir jetzt... Wo kommen wir jetzt an den Namen ran? Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ach gut, bringt nichts. Tschüss, Officer. Tschüss. So, ich habe hier noch mehrere Möglichkeiten. Hier haben wir einmal... Formulare. Formulare, die bringen mich natürlich nicht weiter. Aber vielleicht finden wir irgendwo ein paar Akten oder sonst was. Diese Archive müssen älter als das ganze Gebäude sein. Archive, genau, das suche ich. Ich bin früher nie gerne durch die Archive gegangen. Ich glaube nicht, dass ich ausgerechnet jetzt anfangen werde, es zu genießen. Es geht ja auch nicht darum, dass du es genießt, es geht darum, dass du was über diesen verdammten Typen rausfindest, Jack. Ach, Gott, ich werde hier noch genauso depressiv wie ihr. Also, die Leute hier in diesem Spiel. Na gut. Was haben wir noch? Im Polizeiarchiv müsste ich eigentlich Informationen über diesen Samuel Cutter, von dem Moore gesprochen hat, bekommen können. Ich bin sicher, da drin gibt es eine schöne, dicke Akte über ihn. Also bin ich hier doch richtig. Okay, gut. Es gibt keine Klinken oder Schlösser. Man kommt da nur über diesen Kartenleser rein. Kartenleser, okay. Ja. Wir haben nichts, was einer Karte ähnelt, oder? Gucken wir mal. Naja, wir haben eine Karte. Na, die wird's aber nicht bringen, das ist nicht vergessen. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir aber auch absolut sicher. Verzweiflungstat, ich gebe es ja zu. Okay. Vielleicht kann der Typ uns... Ach, der ist auch meine Antwort auf alles, aber was soll ich machen? Viele Ansprechmöglichkeiten habe ich hier nicht. Und mit Malone rede ich bestimmt nicht darüber. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe ein paar Fragen zu eurem Archiv. Na, geht doch. Ich habe ein paar Fragen zu eurem Archiv. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder wissen? Wie komme ich da rein? Wie komme ich rein? Ganz einfach. Eine Unterschrift auf einer Urkunde und 9 Monate Polizeischule. Kumpel, Zugang zu den Akten kriegt man nur mit Polizeimarke. Keine Marke, kein Zugang. Okay. Was ist das für ein Gerät da neben der Tür? Das haben sie vor ein paar Monaten hier aufgestellt. Der alte Sam, der das Archiv vorher geleitet hat, ist in Ruhestand gegangen. Und anstelle eines neuen Beamten hat das Department dieses Ding angeschafft. Wie funktioniert das? Jeder Beamte hat eine individuelle Lochkarte. Wenn sie ins Archiv müssen, nehmen sie einfach die Karte raus und ziehen sie durch diese Maschine. Das Gerät erkennt den jeweiligen Beamten und die Tür zum Archiv geht auf. Also jeder Beamte hat seine eigene Lochkarte. Victoria hat sicher auch eine. Oh nein, du willst doch wohl nicht etwa in Victorias Büro? Ich habe keine... Und dort ihren Mülleimer durchwühlen? Tschüss. Tschüss. Ja, ja, tschüss. Ihr seid ja echt lieb zueinander. So. Probieren wir es. Victoria! So, da ist er bestimmt zu. Sieht so aus. Okay. Da komme ich doch aber jetzt bestimmt irgendwie rein, wenn ich das schon machen muss. Das geht so nicht. Ja, das sind ja meine Wagenschlüssel. Aber was habe ich denn noch? Ich habe... Oh, sollte ich das wirklich innerhalb eines Polizeipräsidiums machen? Das wäre ja übel. Ich habe hier noch meinen Dietrich-Satz. Tja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Oh nein, er tut's echt und das mitten im Polizeipräsidium. Und nein, ich hasse es, das zu tun. Ah. Na schön. So, Nummer 1. Okay.
verdammt. Ah. Das ist aber auch echt... Ich hasse das, dieses Schlösserknacken hier. Oh, Nummer 1. So, das Schloss ist geknackt. Prima. So, was können wir denn jetzt hier drin machen? Schauen wir uns erstmal an, was wir hier alles Schönes haben. Wow, wir haben hier... Hier sehe ich nichts von Belang. Was siehst du denn da? Da ist ein Schild auf dem Schreibtisch. Victoria Diaz, Police Sergeant. Das Mädchen ist weit gekommen. Die war noch ganz grün hinter den Ohren, als ich sie kennengelernt habe. Und jetzt ist sie sogar schon blau hinter den Ohren. Wahnsinn, was für eine Karriere. Eine Garderobe. Nein, danke. Mein Mantel gefällt mir ganz gut. Och Mann. Hier sehe ich nichts von Belang. Nein, ich bin nicht hier, um meine Nase in Victorias Angelegenheiten zu stecken. Sicher? Aber wenn du schon mal die Gelegenheit hast, ich würd's tun. Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Arriba! Ich habe jetzt keine Zeit, mich hinzusetzen. Doch, Jake, tu es einfach. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Ich finde, das ergibt sehr viel Sinn. Ich glaube schon nicht, dass Victoria begeistert sein wird, dass ich ihr Büro aufgebrochen habe. Was wird sie dann erst sagen, wenn ich hier rumschnüffle? Ach Mann. Ja, was willst du denn sonst machen? Die Schreibtischschubladen. Ein praktischer Platz, um die Zugangskarten fürs Archiv aufzubewahren. Aha. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was in den Schubladen ist. Ach, Jack, du stellst mich aber auch immer vor Probleme, oder? Du kannst nicht anders. Na schön. Benutzt du Taschenlampe mit Schreibtischschublade? Ja. Mal sehen, ob ich die verdammte Zugangskarte fürs Archiv hier finden kann. Es gibt hier so eine Art Kombinationsschloss, das die letzte Schublade verschließt. Oh nein. Oh nein, nicht auch noch sowas. Die Schreibtischschublade. Ha. Sehen wir es uns mal an. Aha. Was haben wir denn hier alles für schöne Farben? Das ist auch noch ein Farbrätsel, na super. Probieren wir es mal mit dreimal rot. Das wird eh nicht viel bringen. Was haben wir denn hier? Grün, gelb, violett, blau oder türkis. Eher türkis. Und grau bzw. schwarz. Und nee, grau, schwarz, orange. Ach du liebe Zeit, hier gibt's ja alles Mögliche. Wow. Dann werden wir hier wohl noch ein paar Anhaltspunkte suchen müssen. Na, Jack, was hältst du jetzt denn von ihr Büro zu durchwühlen? Ah. Erstmal raus hier. Vielleicht finden wir hier noch paar Hinweise. Nein. Ich bin nicht hier, um meine Nase in Victorias Angelegenheiten zu stecken. Jack, wie gesagt, das ist die Gelegenheit. Ich interessiere mich nicht für das Sammeln von Postkarten. Sonst noch irgendetwas hier? Ich habe den gleichen Sessel in meinem Büro. Wow, setz dich drauf. Ich habe jetzt keine Zeit, mich hinzusetzen. Was könnte die Kombination sein? Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Okay. Wenn sie noch sehr an ihrem Heimatland hängt... Die Schreibt... Das wäre doch eine Möglichkeit. Führen wir uns mal die Flagge von Mexiko vor Augen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dann war links war grün, in der Mitte war weiß und auf der rechten Seite war rot. Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Aber mein Flaggengedächtnis ist eigentlich gut. Aber ist das hier rot oder ist das... Ah, hier gibt es noch einen dunkelgrünen Ton. Ja, das ist eher... Die Flagge von Mexiko ist eher dunkelgrün.
So, das ist jetzt Nigeria, was wir hier geschaffen haben. Da kriegt ihr gleich mal ein bisschen Flaggenkunde, Kinder. Es wäre doch möglich, oder? Das ist das einzige der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Wenn sie ein bisschen patriotisch ist, vielleicht hat sie dann tatsächlich als Kombination die Flagge von Mexiko. Arriba! Die Kombination war die mexikanische Flagge. Victoria und ihre Sentimentalitäten. Arriba! Eieieiei! Sehr schön, wir haben es geschafft. Das war der erste Geistesblitz und das hat gleich funktioniert. Perfekt. Werbung für einen Fährbetrieb, der Manhattan mit Glen Cove verbindet. Vielleicht hat Malone Victoria dahin geschickt. Werbung. Die Zugangskarte zum Archiv. Die nehme ich mit. Und was ist mit der Werbung? Ich hoffe, es macht Victoria nichts aus, dass ich ihre Karte für eine Weile ausborge. Ach, da steht die doch drüber. Da steht die doch drüber. Da bin ich überzeugt worden. Wir machen die Schreibtischschublade zu und machen auch hinter diesem Part einen Haken. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.